Ja, hallo. Ich wurde gefragt, Mensch, warum hast du noch die TC05 vorgestellt? Und hier ist sie. Ich habe mal im Internet geschaut und es ist tatsächlich so, dass es von der TC05 kaum etwas zu sagen gibt. Sie wird kaum präsentiert und deshalb hole ich das heute nach. Die Kamera ist schon etwas älter, aber ich stelle sie euch heute ganz kurz vor, zeige vor allen Dingen Aufnahmen der Kamera, denn so kann man es am besten einordnen. So, fangen wir von außen an. Das Gehäuse ganz kurz vorgestellt. Die Gehäusefarbe ist eigentlich sehr schön und auch diese Struktur gefällt mir sehr gut. Die Struktur hat den Vorteil, dass wenn diese Kamera im Wald hängt, sie nach 4-5 Metern nicht mehr zu sehen ist. Und auch wenn Sonne drauf scheint, was reflektiert, das sehen wir hier, sind die LEDs zum Beispiel oder die Linse. Apropos Linse, die Kamera hat nur eine Linse. Hier ist wohl ein Millimeter Versatz drin, ein ganz kleiner Rand ist hier, man sieht es kaum. Da bleibt bei meiner Kamera sehr gerne das Wasser hängen und es gibt also eine Menge Aufnahmen bei Feuchtigkeit, die einen Wasserschaden haben. Wir haben hier PER-Sensoren im klassischen Comeback-Stil, nämlich 60-30-30, also ein Sichtfeld von 120 Grad. Sie sollen 20 Meter weit sehen und auslösen. Dazu kommen wir gleich, ist bei meiner Kamera leider nicht der Fall. Und sie soll auch eine Triggergeschwindigkeit von 0,2 Sekunden haben. Und das seht ihr am besten bei den Bildern, dass sie das nicht einlöst. Sie hat außen auch ein Mikrofon. Und auch hier bin ich nicht sehr glücklich, denn der Ton ist doch mehr oder weniger zweitklassig. Hier hat sie den Anschluss für ein Netzteil, ein externes Netzteil, eine externe Akkubatterie oder was auch geht, sind diese Solarzellen. Die können hier angeschlossen werden. Sie ist dafür ausgestattet. Kommen wir zum Objektiv. Das Objektiv, wie gesagt, sollte eigentlich 20 Meter weit aufnehmen, aber die Stärke dieser Kamera liegt wieder, wie bei allen Compacts oder bei vielen Compacts, in der Dimension von 2 bis 5 Metern. Da macht sie die schönsten Aufnahmen. Was sie ansonsten leistet, das zeige ich euch hier links. Die Aufnahmen im Fotobereich gehen bis zu 48 Megapixel. Und die Aufnahmen im Videobereich gehen bis zu 4K. Ich habe viele Aufnahmen hier für euch im 4K-Modus gemacht. Allerdings hat diese Compact bei keinem der Videomodis eine 60 Frames per Sekunde Auflösung. Das heißt, die Zeitlupen sind etwas ruckelig und ich kann auch kein gescheites Standbild aus diesen Aufnahmen herauslösen. Innen drin auch keine Überraschung, wir haben 8 AA-Batterien und wir haben das von Compact bekannte Menü. Was noch hinzuweisen ist, hier gehen bis zu 128 GB als große Karte hinein. Eine 32 GB Karte wird mitgeliefert. Außen hat die Compact, weil ich sie gerade schließe, zwei ordentliche Schließen. Die gefallen mir gut, die sind greifen sehr schön. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das Gehäuse nicht sehr stramm sitzt. Ich hatte hier was eingeklemmt und hatte hinterher Probleme damit. Die Öffnungen sowohl für das seitliche Schloss als auch für die Rückenbefestigung sind angenehm groß. Hier gehen 8 mm durch und auch hier habe ich eine sehr weite Spanne, um den Gurt durchzuziehen. Da gibt es Kameras, wo das wesentlich schlimmer ist. So, das war es eigentlich schon von außen. Die Kamera bietet keine Überraschungen und schauen wir uns nun die Bilder an. Kommen wir zum ersten Teil der Aufnahmen. Die Aufnahmen sind bei meinem Freund gemacht. Der wohnt hier direkt im Wald sozusagen. Und an diesem Gartenzaun an der Pforte hängt die TC05. Da wo die Katze des Nachbarn jetzt ist, hängt eine TC07. Und hier hat es geregnet und wie man sieht, bleibt die Linse voller Wasser, was natürlich nicht nur sehr unschön ist, sondern es bringt einfach die Aufnahmen in ein miserables Licht. Hier sieht man, dass Wasser drin steht und jetzt bei Gegenlicht sieht man auch sehr schön die Reflexionen. Sehr gute Aufnahme, wir müssen das jetzt mal beobachten, denn das Reh steht eigentlich ganz entspannt da, aber jetzt geht gleich das Licht der TC07 an und auch die hat ein Geräusch.
Das Bild steht hier relativ entspannt und der Kopf bewegt sich, es lauscht. Jetzt hat es was gehört. Ich mache mal zurück, Bild für Bild. Man sieht, das Ohr bewegt sich. Ich gehe jetzt weiter. Und hier reagiert jetzt das Bild auf das Klacken der Kamera. Man sieht, die Brust geht zurück. Sprungreflex. Vergrämt ist das Bild. Und hier geht erst das Licht an. Zeigt ganz klar, das Geräusch der Kamera ist Millisekunden vorher, dann geht das Licht an. Und in dem Moment, wo wir dann aufnehmen, ist das Reh eigentlich schon auf der Flucht. Das erklärt vieles. Diese Aufnahmen von eben sind natürlich nur gelungen, weil zwei Kameras liefen und die TC-05 schon aufgenommen hat. Sonst hätten wir den Fluchtreflex nur noch als Flucht gesehen. Wir schauen uns hier eine ähnliche Situation an, aufgenommen von der Q-Live. Rechts leuchtet gleich die TC-05 auf und wir sehen ein Reh flüchten. Das Ganze jetzt mal in Zeitlupe und näher ran. Hier steht das Reh in zweiter Reihe und wird jetzt gleich flüchten, wenn der Ton angeht. Und erst nach dem Ton kommt das Licht und die Aufnahme der TC-5. So einfach erklären sich ganz viele Fehlaufnahmen, die wir öfters in unseren Kameras sehen, nämlich ein Bild, wo sich rein gar nichts tut. Hier hat vorher der Trigger ausgelöst, der Trigger löst den Filter aus, der Filter löst das Licht aus und dann geht die Aufnahme an und in diesem Moment ist schon alles vorbei. Hier sind die Rehe wieder ganz nah, sind immer drei Stück. Sie kommen auch immer den gleichen Weg und sie finden hier in der Nähe dieser Haselnusssträucher nicht nur Rinde zum Fressen, sondern auch eine Menge anderer Dinge. Ich finde, die Tagesaufnahmen der TC-05 sind sehr gut. Leicht milchig, das mag daran liegen, dass die Linse immer mal wieder beschlagen ist, so wie hier jetzt rechts mit einem Wassertropfen. Es zeigt aber auch, dass die Linse empfänglich ist für Wasser und da müsste vielleicht nachgebessert werden, damit das Wasser abläuft. Der Ton an der Kamera ist übrigens eingeschaltet. Ich habe den Ton jetzt hier softwaremäßig mal ganz laut gestellt und was wir hören, ist eigentlich nur das Grundrauschen der Kamera. Ton wird nur aufgenommen in unmittelbarer Nähe davor. Ich werde das später noch einmal demonstrieren. Auch hier bei dem Grundstück immer die gleichen Darsteller. Es sind Rehe, sind Katzen, ist ein Steinmarder, der sich hier wohlfühlt und hier auf dem Stammbull seinen Lieblingsplatz hat. Ja, da wird aufgepasst, da hat sich was bewegt. Ja, dann kommt der Fuchs ab und zu vorbei. Und über Tag sind es dann auch wieder die Katzen. Ich finde, die Tagesaufnahmen sind akzeptabel oder sogar sehr gut. Und hier in dieser Vergrößerung fehlt auch dieses Rauschen, was das Bild normalerweise hatte. Das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Kommen wir nochmal zu einer Nachtaufnahme. Das sind wieder die drei Rehe, die hierher kommen. Und bei der Nachtaufnahme meine ich so etwas wie Milchigkeit zu sehen. Hier war nochmal ein Licht angegangen. Links von den Rehen hängt übrigens die Q-Live, die hier auch Aufnahmen macht. Und die kommt später auch hier zum Vergleich noch einmal ins Spiel. Hier sieht man auch, dass die Rehe an die Rinde gehen. Und wenn man den Ast hier oben quer anschaut, dann ist der komplett abgeknabbert. Das scheint doch sehr saftig zu sein. Ja, hier, der Fuchs geht nochmal durch den Regen nach Hause und der Regen sitzt wie gewohnt in der Linse drin. Sehr schade, das sind meiner Meinung nach Konstruktionsfehler. Am Schluss kommen die Rehe nochmal vorbei und deswegen hängt die Kamera ja eigentlich auch hier, weil ich wusste, dass das ein Rehstandort ist und ich für diese Aufnahmen gerne etwas vor der Linse gehabt hätte. Etwas mit mehr Ruhe und etwas näher. Und den Gefallen tun sie mir. Sehr schön, wenn jetzt dieses Trübe, dieses einen Regentropfens weg wäre, wäre das eine super gute Aufnahme gewesen. Hier kommt nochmal rechts eins vorbeigeflogen und wir wechseln in einen anderen Standort.
Nachdem in meinem Heimatrevier nach Hochwasser und Rodungsarbeiten das Wild eine Pause macht, bin ich hier immer noch bei meinem Freund, nun etwas tiefer im Wald. Nahe einer Kirrung sollte ich hier eigentlich Schwarzwild, Rehwild und Füchse vor die Kamera bekommen. Was kommt, ist ein Eichhörnchen hier rechts. Auch ein Lockmittel für Raubwild hat er mir empfohlen, was ich an seinem Luderplatz dann mal ausprobiert habe, und ich bin sicher, ohne dieses Hilfsmittel hätte ich weniger Fuchs vor der Kamera gehabt. Was man bei der Comeback hier sieht, neben dem wunderschönen Baumarder, der hier kommt, man erkennt ihn sehr gut an den hohen Beinen, an den weißen Ohren nach hinten und an dem relativ spitzen Gesicht. Ja, was man bei der Comeback hier sieht, ist, dass sie in der Mitte einen Spot hat und da hinten, wo die Wildschweine jetzt laufen, das sind ungefähr 6 bis 7 Meter. Da leuchtet sie nicht mehr hin, da scheint sie nicht mehr richtig hin, aber sie hat wenigstens ausgelöst. Hier über Tag kommt ein Reh vorbei. Man sieht, die gesamte Fläche war kurz vorher von Schwarzwild aufgewühlt worden. Leider waren sonst keine Schweine mehr vor die Kamera gekommen. Und was wir in der Kamera sehen, ist links oben und rechts ein feuchter Fleck. Aber das will ich nicht überbewerten, denn die Kamera war getarnt mit Moos und es war feucht teilweise. Ja, und jetzt kommt gleich eine Folgeaufnahme und wir werden sehen, dass zwischen diesen beiden Aufnahmen ein Delay von 11 Sekunden liegt. Nun folgen ein paar Fuchsaufnahmen, die ich garantiert diesem Lockmittel zu verdanken habe. Der Fuchs hat sich hier in Runden angenähert und ich habe bestimmt 50 Aufnahmen von Füchsen. Ich suche für euch die schönsten raus. Eine Fuchsanalyse gibt es zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn man sich die Fuchsaufnahmen ansieht, da kann man sehr viel lernen. Zum Beispiel, dass der Fuchs im Winter, wenn Schnee liegt, sein Fell aufblustert. Er ist hier deutlich dicker als in anderen Aufnahmen. Und es handelt sich um mindestens 2 Füchse. Er hier hat einen Knick hinten im Schwanz und er hier hat einen völlig geraden, langen Schwanz, der fast bis zum Boden runter geht. Beides gewaltige Füchse. Ich habe die Beleuchtung hier mit dem Computer etwas nachreguliert, damit wir etwas mehr Kontrast in den Fuchs bekommen. Denn die Kamera hat leider in der Mitte eine deutliche Überbelichtung. Wir sehen das ja auch hier im Bild. Ein Compact-typisches altes Problem. Die Folgeaufnahme hier bei dem Fuchs waren 21 Sekunden. Das ist so fast der Standard, den ich bei allen Aufnahmen dieser TC05 festgestellt habe. In der Regel liegt es bei 19 Sekunden in der Nacht. Etwas schneller über Tag. Auch hier waren es wieder 21 Sekunden. Ich lasse die Aufnahmen hier schneller laufen, denn es sind ganz, ganz viele Fuchsaufnahmen und ich will euch damit nicht langweilen. Hier sieht man sehr schön den Schwanz dieses Fuchses und hier kommt der andere Fuchs. Man sieht deutlich diesen, ja, sieht aus wie ein Knick, aber wahrscheinlich ist es nur die Fellzeichnung. Dieses Riesen im Schnee. Die TC05 steht hier in einem Waldstück, was normalerweise stark von Wildschweinen heimgesucht wird. Und sie steht hier in dem Gebüsch. Man sieht hier eigentlich eine Menge Spuren, die waren aber da, als ich die Kamera schon ausgestellt hatte. So, ich gehe jetzt rechts an der Kamera vorbei. Man sieht, hier ist alles durchgewühlt, aber eben bevor die Kamera da stand. Gehe hier rechts vorbei, bin jetzt von der Kamera 6 Meter entfernt und gehe jetzt direkt mal auf die Kamera zu. Wir wollen mal sehen, wann sie auslöst und vor allen Dingen, ob sie Ton aufnimmt. So, hier haben wir die TC05 und hier die ernüchternde Aufnahme der Triggerauslösung. Ich bin direkt auf die Kamera zugelaufen und hier hat sie erst ausgelöst. So, hier haben wir die TC05 und ich bin gespannt, ob sie Ton aufnimmt. In dem Video nun 2 ernüchternde Erkenntnisse. Als erstes, der Ton ist nur in Ordnung, wenn man direkt davor sitzt.
und als zweites der Trigger Speed 0,2 mag ja sein, aber bis es zur Auslösung kommt, ist man fast einen Meter vor der Kamera. So, wir sind 4 Meter von der Kamera, 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter. 1 Meter von der Kamera weg. Anhand einiger Fuchsaufnahmen testen wir die Delay-Zeit, also die Wartezeit zwischen zwei Bildern. Das ist die Aufnahme Nummer 30, der Ende der Nummer 30 und hier ist die Aufnahme Nummer 31, der Anfang. Wir sehen, die Position des Fuchses hat sich kaum verändert und dennoch ist hier eine Delay-Zeit von 19 Sekunden dazwischen. Da kann viel passieren. Nächste Aufnahme ist die Nummer 32. Und hier geht es weiter mit der Nummer 33, da hat der Fuchs sich zwar schon gedreht. Und wir haben hier eine erkennbare Delayzeit von 13 Sekunden. Eine weitere Aufnahme ist die Aufnahme Nummer 35. Der Fuchs steht am hinteren Waldrand und hier dreht er sich gerade um in der Folgeaufnahme. Und wir haben hier eine Delayzeit von doch 25 Sekunden, das ist viel. Eine letzte Aufnahme aus dieser Serie, das ist die Aufnahme Nummer 36. Der Fuchs steht wieder an seiner Stelle, wo es am besten riecht. Hier steht er immer noch an der gleichen Stelle. Und die Aufnahme hat eine Delayzeit von 18 Sekunden. Nehmen wir das Mittel von diesen wenigen Aufnahmen, da kommen wir recht nahe dahin, zu dem, was ich auch bei mehreren Vergleichen festgestellt habe, nämlich ein Delay von ca. 18 Sekunden und das ist deutlich zu viel. Mikrofon ist scharf geschaltet. Mit der externen Mikrofonaufnahme wird das Klacken sehr deutlich und nun können wir uns vorstellen, dass das die Wildtiere durchaus hören und verschrecken. Ja, sorry, es ist leider wieder länger geworden, aber ich möchte das ja ordentlich darstellen, was für Probleme oder was für schöne Sachen diese Kameras liefern. Hier noch ein paar letzte Bilder vom Fuchs. Hat es dir heute gefallen, dann danke ich dir für einen Daumen nach oben. Und du kannst meinen Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Ich freue mich darüber. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.